Yo, 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 was geht ab, Leute? Hier ist euer Combat Johnny, aka Johnny White. Und heute schauen wir uns das brandneue Spiel Mortal Kombat 1 an. Und natürlich werden wir uns das Spiel so richtig durchgucken und richtig durchzocken als richtiger Fan. Auch wenn wir mit den Mechaniken und mit den Charakteren vertraut sind, werden wir natürlich uns das Spiel jetzt mal anschauen, was es alles gibt, was das Spiel jetzt mit sich bringt. Und am besten, ohne groß zu reden, würde ich sagen, beginnen wir gleich. Was ist neu? Und zwar sehen wir hier in der Kampagne, gibt es den Story-Modus, natürlich mit einer ganz neuen Geschichte. Dazu werde ich separat ein Video machen. Wir sehen hier die Invasionen, das ist auch was ganz Neues, ein ganz neuer Modus. Die Türme kennen wir natürlich schon aus den Vorgängerspielen. Jo, über Versus brauche ich gar nicht großartig zu reden. Natürlich gibt es hier die Möglichkeit, mit den Charakteren ein bisschen zu lernen, ein bisschen zu kämpfen gegen den Computer auf natürlich easy, schwer oder auch mittel. Online ist natürlich das A und O. Das wird natürlich unsere Hauptaufgabe sein, früher oder später. Und die Turniere, wenn es dann soweit ist, wird es natürlich von PlayStation selbst irgendwelche Turniere geben. Und ich spiele natürlich auf der PlayStation. Und für mich ist es dann halt nur interessant, wenn es dann natürlich von der PlayStation selbst diese PlayStation-Turniere gibt. Jo. Bei Anpassen sehen wir natürlich, dass wir hier nicht nur unsere eigenen Kämpfer anpassen können. Hier sehen wir zum Beispiel Ausrüstung. Da wird es wahrscheinlich auch wie in den Vorgängern Mortal Kombat 11 einiges zum Ausrüsten geben. Klamotten, Skins, Masken und was es dann noch dazu kommt, das werden wir noch sehen. Schauen wir uns mal ganz kurz an. Jo. Naja, natürlich habe ich das Spiel jetzt noch nicht großartig viel gezockt. Ich habe nur kurz mal gestern reingeschaut und hier sehen wir, dass man die Cameos auch natürlich, unsere Hilfskrieger, unsere Unterstützer können wir natürlich auch ausrüsten. Aber hierzu muss man natürlich in dem Spiel auch einiges durchspielen. So, da gehen wir weiter. Lernen ist natürlich mit Training, Tutorial und Fatalities. Fatalities lernen, Training für Combos und Tutorial. Da können wir uns auch mal ganz kurz was anschauen. Und zwar habe ich schon einiges gemacht, habe natürlich noch vieles, die ich machen muss. Und ja, da würde ich sagen, das kennen wir natürlich auf Mortal Kombat 11. Und da würde ich sagen, wir beginnen direkt mal mit einem. Wie auch in Mortal Kombat 11 wird hier natürlich das alles schön erklärt und schön beschrieben. Und wir beginnen direkt mal mit den Combos. Ich habe jetzt mit den Combos, mit den Aufgaben von Kombos begonnen. Und wie wir sehen, da können wir natürlich uns alles lesen. Hier an der Ecke steht das natürlich auch noch mal der Hinweis. So, jetzt schauen wir uns mal einen längeren Combo an. Sauber. Experimentiere im Trainingsmodus. Wie ich schon bereits angesprochen habe, hier kannst du im Trainingmodus natürlich nochmal deine Combos wirklich, ja, also deine Combos etwas fixieren und so
auch wirklich gute Kombos kombinieren, damit wir auch richtig gut mit dem Spielspaß unsere Gegner auseinandernehmen können. Okay. Ah, okay, jetzt. Oh shit. Nicht schlecht. Ja, da gibt es gerade mal eine Belohnung. Und so kannst du natürlich fortfahren und natürlich dir die Aufgaben durchspielen. Also ich würde auch vorschlagen, dass man sich direkt mit den Tutorials beschäftigt, um natürlich wirklich fit zu werden. Und alles Weitere kann man ja, sage ich mal, danach halt machen, ne? Weil du willst ja auch wirklich, also man will ja auch wirklich ja, fit sein in dem Spiel. Also das bringt ja nichts jetzt, wenn du, sage ich mal, jetzt irgendwie gegen Gegner kämpfst und andauernd verlierst. Also ich finde, dass es halt viel besser ist, wenn man auch, wenn man die Mechanik oder den einen oder anderen Move bereits schon kennt, vielleicht durch die Beta-Version, würde ich trotzdem vorschlagen, dass man sich erstmal hier wirklich ausstattet, sich alles durchlesen tut, damit du wirklich schön in den Spiel reinkommst und auch natürlich den Spielspaß halt steigerst. Also, Tutorials haben wir uns jetzt auch angeguckt. Bei den Extras gibt es natürlich zwei Sachen. Sammlung erklärt sich, sage ich mal, auch von selbst. Also hier kannst du ein paar Sachen sammeln oder wirst im Laufe des Spiels einiges sammeln. Ja, ich habe bis jetzt natürlich, wie gesagt, auch noch so gut wie gar nicht gezockt. Hab hier zwei Sachen. Und ja, brauchen wir uns gar nicht auch lange anzugucken. Aber hier das Schrein oder der Schrein. Ganz interessant. Kannst du hier mit den Coins für Belohnungen. Da zahlst du einfach mal Taui. 1000 Coins. Probiere ich auch direkt mal aus. Und bin gespannt, was wir bekommen. Ausrüstung Li Mei. Li Mai. Ja, gut. Ich werde hier wahrscheinlich auch so wie in Mortal Kombat 11 so gut wie gar nicht mit den Frauen spielen. Ist halt einfach so, dass ich einfach lieber mit den Charakteren spiele, die mir am liebsten gefallen. Also von der Geschichte her. Sub-Zero und Scorpion werden auch hier wahrscheinlich wieder meine Mains sein. Aber ich werde mir diesmal natürlich auch alle Charaktere anschauen und vielleicht entwickelt sich ja der ein oder andere Charakter zu meinem neuen Main. Und dann würde ich mal sagen, fürs Erste würden wir uns natürlich noch mal kurz in den Invasion-Modus begeben. Und separat dazu würde ich dann natürlich auch noch mal ein Video machen. Ihr könnt mir ja gerne in den Kommentaren schreiben, falls ihr Lust habt oder falls euch das Video gefallen hat. Könnt ihr mir gerne kommentieren, ob ihr mich gut gehört habt, ob ihr mich gut verstanden habt. Ich bin natürlich selber sehr aufgeregt, denn ich bin einfach richtig heiß auf das Spiel und möchte auch natürlich jetzt nicht so lange reden. Und einfach mal nur zocken. Und wie wir hier sehen, ist das der Invasion-Modus. Und da musst du halt rumlaufen und hast dann unterschiedliche Hey, Begegnungen. look! It's Bob! Bob's my bodyguard, private chef and personal trainer. He so can do everything. Das ist eigentlich ganz cool gemacht, weil ist halt was ganz Neues ist, ne? Da läufst du halt rum und hast dann natürlich Begegnungen. Ich muss jetzt gerade mal schauen. So. Da beginnen wir direkt mit unserem ersten Kampf. Fight!
Oh shit. Ach, du Scheiße. Ja. Ah ja, ich hoffe, ihr könntet euch wenigstens ein kleines Bild machen und... Ja. Schreibt mir, wie gesagt, gerne in den Kommentaren oder falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir einen Daumen da lassen. Ihr könnt meinen Kanal auch abonnieren. Oder einfach nur zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wenigstens ein bisschen was gebracht. Ihr konntet euch wenigstens ein Bild machen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Und da werde ich natürlich den Story-Modus chapterweise hochladen. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.